Einen wunderschönen guten Tag, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer. Ja, ihr seht's, der Ungarn Grand Prix hat stattgefunden. Wir melden uns zurück aus dem Studio, denn heute wollen wir sprechen nicht nur über den Ungarn Grand Prix, sondern wir wollen einfach mal zurückschauen. Wir hatten ja einen Tripleheader, wollen zurückschauen ja, auf die vier besten Teams bis jetzt. Also wir reden heute nicht über Ferrari, ganz klar. So ist es. Ja, ich meine, wenn ihr das Kanal-Abo schon am Start habt, was ich hoffe, ansonsten hier Glocke aktivieren, Like da lassen und was muss man noch machen? Ich habe es wieder vergessen. Ja, abonnieren. So einiges anderes, ne? Ja. Like, kommentieren, ja, kommentieren natürlich, genau so. Der Triathlon ist nicht mehr so ganz drauf, ne? Wer das hat, das Abo schon, der ist auf jeden Fall schon informiert, warum wir jetzt nicht über Ferrari groß reden können, denn ja, da gab es ja auch in Ungarn wieder, naja, es war ein bisschen besser. 50-50. Aber genau, so. Es ging nicht nach vorne. Also ich meine, schauen wir auf den WM-Stand, dann hat Ferrari immer noch nur 27 Punkte. Davon kommen fast alle von dem Glück von Charles Leclerc im ersten Rennen, wo er zufällig auf Platz 2 gespült wurde. Ja, also ansonsten ist Ferrari sonst wo. Also geht es heute um Mercedes, Racing Point, McLaren und Red Bull. Ja. Wobei das nicht ganz die Reihenfolge ist. Das ist wohl wahr. Denn ja. Red Bull hat ja offenbar doch wieder Ansprüche auf die zweite Kraft erhoben. Zuletzt. Ja, sollte man auch eigentlich hoffen. Ne? Ja. Also, aber man weiß ja nie. Ja, ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit dem Platz an, der relativ klar ist oder sehr, sehr klar ist. Mercedes 121 ist Punkte. Gerade vorne, knapp. Ist ungefähr so viele Punkte, wie die anderen drei danach zusammen haben. Also ich glaube, der Unterschied sind so 15 Punkte. Red Bull hat 55. Ja, also auf Platz 2 schon, ja. Also, Ja. Da ist natürlich Nummer ist durch, ne? Ist durch, ne? Ja. Also ganz ehrlich, ja. Ja, also, klar. Ich würde jetzt auch sagen, also das passiert nichts mehr. Also Konstrukteurs-WM ist fix. Da können sie tiefstapeln, wie sie wollen, warnen, wie sie wollen. Ganz ehrlich, nee. Also egal, wie lange die Saison jetzt noch dauert. Wenn irgendein Skandal zu einer Disqualifikation und Aberkennung sämtlicher Punkte führt, dann vielleicht, aber nicht sportlich. Mhm. Also vor allem auch das Fahrer-Duo kannst du auch nicht schlagen. Mhm. Bei Red Bull wackelt ja der Albon so ein bisschen. Bei guter Bottas, der Start in Ungarn war jetzt nicht toll, aber er ist ja zurückgekommen, zumindest. Schadensbegrenzung betrieben so und großartig Fehler machen Hamilton und Bottas eigentlich nicht. So. Ja, also es ist halt wirklich sehr schwierig, auch nur irgendwelche Schwachstellen noch zu suchen. Es ist, wenn mal die Strategie gewesen, aber dann auch nur, wenn Mercedes unter Druck gesetzt wird. Aber das passiert in diesem Jahr bis dato mal überhaupt nicht mehr. Mhm. Auch ansonsten irgendwelche kleinen, ja, okay, Zuverlässigkeitsprobleme im ersten Rennen in Österreich, da mit den Getriebesensoren. Aber selbst das hat irgendwie jetzt keinen gebremst, weil dann die anderen noch größere Zuverlässigkeitsprobleme hatten. Also, ja, und selbst damit wäre das, glaube ich, irgendwie noch gut gegangen. Deshalb, ist es ja auch. Ja, ist es dann auch. Ja. Also, wenn die Konkurrenz da gewesen wäre, meinte ich. Ja, also das ist auch schwer vorstellbar. Und dann natürlich, wenn wir von der Performance sprechen, Lewis Hamilton hat das am Wochenende mehrfach nach dem Qualifying und auch nach dem Rennen sehr schön zusammengefasst, dass die letzten Mercedes-Autos der vergangenen Jahre auch immer noch so ihre Schwächen hatten. Die Fahrer hatten noch so ein paar Mängel irgendwie und das haben sie alles ganz toll mit den Ingenieuren geklärt. Und jetzt, ja, jetzt hört sich Hamilton fast so, als hätte er jetzt ein perfektes Auto. Also davon kann man eigentlich nie sprechen, aber er war schon kurz davor, glaube ich, das Wort in den Mund zu nehmen. Also der Mercedes, der geht schon ganz gut jetzt. Also ich meine, Sekunde, die Polezeit vom Vorjahr verbessert. Carlos Sainz hat gesagt, Mercedes fährt eine eigene Rennserie. Ja. Und das ist eigentlich auch so. Die sind, wenn es hart auf hart kommt, sind die eine Sekunde schneller als alle anderen. Richtig. So. Ja. Ja, oder also. Vettel, auch fast das gleiche Zitat, der meinte, ist kein anderer Planet, auf dem die da unterwegs sind, sondern ein ganz anderes Universum sogar. Ja. Also ja, so ist es wohl. Also dann jetzt noch, wenn man noch sieht, Spielberg, Ungarn waren jetzt in den letzten Jahren eher die Red Bull-Strecken. Also wenn Mercedes jetzt da dominiert, locker dominiert. Jetzt kommt erst Silverstone. Ja, jetzt kommt erst das, wo die eigentlich richtig abgehen müssen. Ja. Genau. Also, genau, das fasst eigentlich alles zusammen. Damit ist alles klar. Genau. Also ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch irgendjemand ein Rennen gewinnt, außer Mercedes. Außer es passieren Dinge. Also es muss, wir haben ja uns in Ungarn eigentlich alle auf so ein bisschen so ein Wetterchaos eingestellt und vielleicht auch ein bisschen drauf gehofft. Bis auf die paar Regentropfen da vorm Start war es ja dann nichts. Und selbst im Regen wäre jetzt Hamilton schlecht zu halten gewesen. Aber natürlich kannst du dann mal einfach mit der Strategie falsch liegen, weil es so ist. Einfach Pech haben. So. Ja, richtig. Dann kann was passieren, aber
wie gesagt, aus eigener Kraft, dass irgendeiner diese Autos abfängt, das wird in allen Rennen, die wir dieses Jahr haben, glaube ich, nicht möglich sein. Naja, und speziell gerade Wetter, dann, wenn es der Regen ist, dann hast du mit dem Hamilton halt auch einen, wo höchstens Max Verstappen vielleicht das Niveau erreichen kann, aber sonst halt auch keinen, auf den kann man sich dann eigentlich auch verlassen. So. Gut, Hockenheim ist auch mal was schiefgegangen, aber naja. Verstappen hat es in dem Rennen auch gedreht, ist nur nicht eingeschlagen. Also, richtig, so. Ja. So, das ist, Robert wird fallen noch später, aber wie gesagt, das ist, selbst wenn es dann regnet oder dann irgendwie sowas passiert, müssen die anderen Glück haben oder Mercedes muss Pech haben. So. Ja. Und das ist halt schon sehr unwahrscheinlich. Bleibt dann nur noch vielleicht die Hitze, wenn die mal irgendwann irgendwo kommt, was weiß ich, vielleicht mal in Monza oder wo, naja, ganz ehrlich, wo wir jetzt, das mal erwarten können. Wenn wir jetzt im Herbst Europasaison fahren, dann... Ja, so. Ist noch möglich, aber das könnte dann auch schon irgendwann helfen, dass wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, aber naja. Genau, ich würde auch sagen, also es muss schon viel passieren, wenn mal jemand anders gewinnt, außer der echte Mercedes. Ja. Genau. Ja, aber wir haben gerade schon auch immer so ein bisschen über Red Bull gesprochen, weil wir ja dachten, ist eigentlich der erste Widersacher. Sind sie jetzt im WM-Stand auch wieder? Knapp. Ja, die Doppel-Null vom Auftakt hat natürlich wehgetan. Ne? Die hat wehgetan, klar. Mit dem Defekt. Und, ja, beide hatten ja Defekt. Albon ist ja gut, er wurde erst auf den letzten Platz zurückgedreht, aber dann ist er eh ausgefallen. Also, ja, die Nullrunde hat natürlich wehgetan, aber auch ohne die wären die trotzdem noch meilenweit jetzt entfernt in der WM. Ja. So. Ja, und Red Bull, das ist schon jetzt traurig mit anzusehen, nachdem sie ja schon relativ klare Ansagen gemacht haben vor dieser Saison mal. Aber jetzt so mit dem Mercedes-Herausforderer ist aktuell gar nichts los. Also Ungarn war jetzt eigentlich für mich fast, ja gut, Doppelauswahl kann man eigentlich nicht unterbieten, aber so, was Performance anging, das ist bis jetzt schlechteste, das war schlechter als Spielberg. Die haben sich komplett verzettelt am Freitag, da waren beide Fahrer unzufrieden, auch Max Verstappen war irgendwie kurz davor zu sagen, das Auto ist jetzt nicht mehr so wirklich fahrbar, was er sehr ungern sagt. Ja. Aber Alex Albon damit völlig überfordert gewesen im Training. Qualifying war dann auch bei beiden schwach. Also was war das? P13 Verstappen und P7, P8 oder 7? Wenn Verstappen von 7 startet, dann weißt du eigentlich, dass irgendwas nicht stimmt. So. Ja, also allein schon von Ferrari geschlagen zu werden, die wir hier gar nicht besprechen. Ich glaube, das war aber auch so ein Verzweiflungsakt. Setup-technisch, Christian Horner hat es ja auch gesagt, wir fahren eigentlich jedes Mal, wenn wir aus der Box fahren, mit einem anderen Auto. So. Weil die versuchen jetzt mit aller Gewalt irgendwo aus diesem RB16 das Potenzial rauszuholen, was man sich erhofft oder was man darin sieht. Und in Ungarn war es anscheinend schon irgendwo so ein bisschen ein Irrweg, dass sie halt da so zurückgefallen sind im Qualifying hinter Racing Point, hinter Ferrari waren. Und ich meine, Max Verstappen hat es dann im Rennen, nach natürlich seinem Lapsus da in der Besichtigungsrunde, okay, es passiert, aber dann im Rennen war es ja fast wieder normal. Also er hat den zweiten Platz vor Bottas gerettet, was man jetzt auch nicht so unbedingt erwarten konnte gegen so ein dominantes Auto. Also das sah schon wieder gut aus. Aber man sieht, die sind ein bisschen ratlos. Also der eine Trend ist ja damit zumindest noch erhalten geblieben. Die Rennpace ist nach wie vor bei Red Bull dann das, wo man punkten kann. Auch Alex Albon meinte da ja, das war dann doch deutlich anständiger. Also der fühlt sich auch wieder wohl im Auto im Rennen. Aber es ist halt nicht mehr so, dass man damit jetzt Mercedes ärgern kann. Das war halt immer so ein bisschen so im letzten Jahr teilweise dann, dass es dann schon möglich war. Aber ja, da fehlt jetzt immer noch unfassbar viel. Also ich meine, der Hamilton konnte ja machen, was er wollte da vorne. Das war ja, wenn er gewollt hätte, wäre er halt eine Sekunde schneller oder was. Dann ist auch gut. Also auch das hat er sehr schön beschrieben. Man hat gemeint, er war super konsistent mit seinen Zeiten und hat dabei gemanagt. Und Verstappen hat dann irgendwann mal angefangen, ein bisschen zu schwanken und... Naja, man muss mal aufs Ergebnis schauen. Hamilton hat ja dreimal gestoppt, hat dann irgendwie so knapp 10 Sekunden Vorsprung vor Verstappen. Also bevor der reingekommen ist, hatte der eine halbe Minute Vorsprung. Wenn der gewollt hätte, hätte er auch, glaube ich, 50, 60 Sekunden haben können. Also, Rennzeit optimiert war das Rennen dann am Ende nicht mehr durch die Fastest Lap Jagd. Der war es vorher schon überhaupt nicht mehr. War es vorher schon lange nicht, nie eigentlich. Wenn der 10 Sekunden Vorsprung hat, dann fängt er eh nicht mehr, dann wird sowieso nur noch verwaltet. Weil das ist genug. Wenn er wirklich ernst gemacht hätte, glaube ich, von der ersten bis zur letzten bin mir nicht Runde, sicher, ob der Verstappen es geschafft hätte, in der gleichen Runde zu bleiben. Ich auch nicht. Also wenn der echt das ganze Rennen Vollgas gegeben hätte, weil der fährt eine halbe Minute raus, einfach so, ohne zu pushen, ohne irgendwas zu machen. Und das ist halt schon übel. Das wird Red Bull, also ich glaube, du meintest eben, sie suchen so mit dem Setup. Ich habe die noch nicht so ganz aufgegeben. Ich glaube, die stochern gerade so ein bisschen im Nebel. Und ich glaube, wenn sie dann mal irgendwann treffen sollten und das Auto dann kapiert haben, was aber scheinbar schwierig ist, dann können sie gut sein. Aber auch dann reicht es, glaube ich, für die zweite Kraft. Relativ klar, weil wir haben da jetzt auch wieder ein paar neue Namen.
Aber für Mercedes auf keinen Fall. Nee. Also, nee, da ist. Du kannst so einen technischen Rückstand überhaupt gar nicht mit Weiterentwicklung oder so aufholen. Wenn ein Auto so viel schneller ist, ich habe das, also vielleicht wissen die User es besser, haben ein Beispiel parat, ne? Aber ich nicht. Ich habe nicht erlebt, dass irgendwann mal ein Team so in die Saison gestartet ist. Irgendein Team hinter einem Team wie Mercedes oder Ferrari, die halt also zu Schumacher-Ära zum Beispiel, die komplett dominiert haben. Und dass man das dann während der Saison eingeholt hat. Ja. So ein Riesenrückstand. Du holst nicht 7, 8, 9 Zehntel oder so. Jo, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Mercedes-Team. Denn die sind jetzt nur noch, die sind Vierter in der WM schon. Ne? Wir müssen erst über McLaren reden, glaube ich. Ne? Die sind auch davor. McLaren, die sind einen Punkt davor noch. McLaren ist 41 davor. Punkte und die du eigentlich meinst, haben 40. Ja, dann fangen wir doch lieber mit McLaren an. Ja, ist eigentlich ähnlicher Fall wie Red Bull. Auch Ungarn jetzt irgendwie so ein bisschen geschwächelt auf einmal. Ja. Tja, ansonsten. Ja, es war so die Realität. Ne? Also man hatte wie Red Bull am Anfang, am Freitag erstmal Probleme natürlich mit der Balance, die man vorher so nicht kannte, die man im Spielberg nicht gehabt hat. Und dann fürs Qualifying waren ja dann doch Norris und Sainz wieder in den Top 10. Und da hat man auch gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich das, wo wir hingehören. So. Dass wir mal hinter Ferrari und Racing Point sind, das überrascht uns jetzt noch nicht. Dass, wie gesagt, man hat halt in Österreich über den eigenen Verhältnissen gelebt und die Ergebnisse, die man da geholt hat, das war jetzt nicht unbedingt repräsentativ. Und Sainz hat dann auch gesagt, ja, man sieht jetzt auf der Strecke hier Defizite, die es bei uns im Auto noch gibt, die du halt in Österreich nicht sehen konntest. Und deswegen ist das jetzt eher realistisch, dass man doch am Ende der Top 10 eigentlich ist und nicht irgendwie zweite oder gar dritte Kraft, dass man jetzt nicht in der zweiten, dritten Startreihe steht, sondern eher in der vierten oder fünften. So. Ja, wobei die, glaube ich, schon, wenn man dann bei Andreas Seidel auch reinhört oder auch Carlos Sainz, schon, also Ferrari sehen sie sich, glaube ich, schon eher davor oder auf jeden Fall im Kampf. Ja. Also ich denke mal, aus McLaren-Sicht ist klar Mercedes vorne, Red Bull zu stark und auch Racing Point ein bisschen zu stark, aber da sieht man schon so ein bisschen je nachdem mal Möglichkeiten. Also so vierte Kraft, glaube ich, sehen die sich ungefähr knapp vor Ferrari und auch Renault, die da immer noch genannt werden, irgendwie. Zumindest Ricciardo wahrscheinlich, aber naja. Ja, das ist ein schöner Dreikampf, ne? Kann man schon sagen, McLaren, Ferrari und Ricciardo. Wenn Ocon vielleicht nochmal kommt, aber der Renault scheint jetzt gar nicht mal so verkehrt zu sein, dass man zumindest mit dem konstant die Top 10 auch fahren kann. Also es ist gar nicht mal so, so unspannend, dieser Dreikampf, der da stattfindet. Und letztendlich kann dann nur einer von denen das viertbeste Team werden. So ist es. Ja, also McLaren ist eigentlich relativ so, leicht zusammengefasst. Sie haben halt, wie du gesagt hast, da ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt zu Beginn. Also das war stark, gut umgesetzt, aber halt auch glücklich, weil die Situationen sich halt so ergeben haben. Aber jetzt hat Ungarn so ein bisschen mehr die Wahrheit gezeigt. Also es ist nicht so schlecht, wie sie am Freitag waren, da ging ja gar nichts. Aber im Rennen war dann halt schwierig mit Überholen auch, das muss man dann auch wieder sagen. Das war ein konnte typisches Ungarn-Rennen nicht mehr viel zu retten sein. Es war grauenhaft, meiner Meinung nach. Ja, aber das ist halt so kennt man Ungarn ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Ja, es war. Es gibt Ausnahmen, so. Ich meine, die Strecke ist trotzdem schön, auch ein Klassiker und so. Es gibt auch manchmal geile Rennen, aber es gibt in Ungarn halt auch die Klassiker, wo man einfach, wo nichts passiert und wo nichts nach vorne und nach hinten geht. Und du gar nicht so viel Kaffee kochen kannst in der Rennzeit, wie du trinken müsstest, wach zu bleiben. Genau, und das war halt im Mittelfeld, hast du das gesehen, die Leute, die da festgesteckt haben, da ging es nur ganz selten mal vorwärts. Und da war halt auch McLaren von betroffen. Mhm. So. So, jetzt aber Racing Point. Ja, da geht es eigentlich so ein bisschen genau andersrum wie bei McLaren. Die sind eigentlich das bessere Paket, haben es aber nicht so gut umgesetzt eben und waren eben nicht zur Stelle und waren die, die eher unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, Dinge liegen gelassen haben. Österreich da, das Qualifying im Regen komplett verbaselt, da ging gar nichts. Ja, und jetzt in Ungarn. Das war das Rennen eigentlich das Stärkste, was sie dieses Jahr gezeigt haben. Das war stark. Da sind sie wirklich durchs Feld gegangen. Ja, vor allem Perez. Ja. Ja, in Ungarn jetzt dann irgendwie nicht. Irgendwie etwas seltsam. Also ich meine, Lance Stroll war ja eh schon da vorne direkt. Der ist dann da halt irgendwie so weiter geblieben. Das war sehr ungewöhnlich. Ja, weil zum Start des Wochenende war eigentlich alles ganz normal. Da war Perez vorne und dann im Qualifying ist das auf einmal gekippt. Und da hat Perez ja auch gesagt, ihm ging es nicht gut. Er hat über Übelkeiten, Schwindelgefühl geklagt. Und der war auch am Sonntag nicht der Alte. Aber wenn man sich überlegt, wie ein Sergio Perez sonst durchs Mittelfeld geht, ich meine, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, hat er in Österreich mit Leclerc, mit Sainz gekämpft, mit Ricciardo, hat Stroll auch einfach stehen gelassen im Duell und auf einmal bei dem Rennen ging so gar nichts mehr. Ich glaube, der war irgendwie neben der Spur. Der Racing Point hätte vielleicht auch in Ungarn mehr erreichen können, vielleicht,
wenn Perez in Topform gewesen wäre. Weil natürlich, Stroll hat einen guten Job gemacht, keine Fehler und diesen vierten Platz geholt und Qualifying den dritten, das war alles wunderbar. Aber ich glaube auch nicht, dass das das volle Potenzial des Autos war. Weil ich glaube, das schaltet Stroll nicht frei. Richtig, das denke ich auch. Also da sollte dann eigentlich, wenn dann der Perez so das normale Niveau, was er über dem Stroll hat, wenn er das dann abruft, dann steht er auf dem Podium dann endlich, was jetzt Racing Point tatsächlich noch immer fehlt. Also es wäre jetzt trotzdem gegen Bottas und Verstappen sicherlich nicht leicht geworden, aber... Ja, sicherlich nicht, aber schon wahrscheinlich besser. Doch näher dran als Stroll, schätze ich. Stroll war ja schon relativ optimistisch und meinte, dass es ihm so schon so viel nicht gefehlt hätte. Also, ja. Aber letztlich, Racing Point muss einfach nur mal, glaube ich, einfach mal alles zusammenbekommen. Was halt jetzt im Moment auch schwierig ist, weil bei dem Team so viel los ist. Jetzt natürlich auch viel Ablenkung so dabei. Einmal dieses ganze Fahrerthema, was vielleicht auch bei Perez neben der Krankheit so ein bisschen da verantwortlich war, dass er da jetzt auch ein bisschen sich Gedanken macht und davon nicht mehr so ganz fokussiert vielleicht. Ja, ich hoffe es nicht. Also ich hoffe auch nicht. Dürfte eigentlich nicht sein. Aber wie gesagt, aber so ein bisschen beschäftige ich das dann doch, denke ich, irgendwie. Also jetzt so krass, dass es so krass kommt, dass dann jetzt... Ja. Das kann nicht sein, genau. Wenn du so ein Rennen fährst, einmal von einer Woche auf die andere, dass das so kippt bei dir, das darf nicht passieren. Und ich glaube, dass der Perez auch abgebrüht genug für. Ich würde mir ja vorstellen, dass der Stroll vielleicht unsicher wird. Weil Gerüchten zufolge ist er auch nicht so sicher in dem Team. Aber es ist alles sehr undurchsichtig. Aber ich persönlich glaube, beim Perez hat irgendwas nicht gestimmt. Der war wahrscheinlich physisch irgendwo. Irgendwas hat er dann mit sich rumgeschleppt und das hat dann nicht mehr hingehauen, dass er da im Rennen so performen konnte. Ja, würde ich auch sagen. Aber über das Fahrerthema reden wir nochmal an anderer Stelle etwas länger. Sprechen dann da natürlich auch über Sebastian Vettel. Den Namen darf man ja nicht vergessen, denn der ist eigentlich der Grund, warum die beiden vielleicht nervös werden. Ja. Wer weiß. Ja, ansonsten Racing Point, gut. Ja, die Breakduck-Geschichte, klar, ist dann der andere Ablenker da vielleicht. Aber letztlich, ich glaube, vom täglichen Arbeiten eigentlich dürfte das auch nicht groß ablenken. Klar, das ist beim Hintergrund so ein Thema, aber die sind ja auch eigentlich super sicher, dass da alles korrekt ist. Also Racing Point ist da ja eigentlich ganz cool. Von daher glaube ich eigentlich auch nicht, dass das eine Ablenkung ist. Die brauchen jetzt einfach mal nur irgendwie das Rennglück wieder. So, das ist also Platz 3 werden die wahrscheinlich schon in Kürze übernehmen, schätze ich mal. Silverstone sollte denen eigentlich dann auch liegen. Also da fahren wir dann gleich zweimal. Also von daher... erwarten wir Großes. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest sich das dann jetzt so einpendelt, Mercedes, Red Bull und Racing Point, dass das so die Top 3 sind. Und um Platz 4, wie gesagt, geht es dann zwischen den anderen drei. McLaren, Ferrari und... Ja, eigentlich nur McLaren, Ferrari, Renault, wenn der Ocon kommt, vielleicht. Aber das muss man erst abwarten. Bisher haben sie wirklich nur Ricciardo, der da vorne mitspielt. Ja, das wird, glaube ich, schwierig. Also die vier jetzt sind schon die vorne sind, würde ich sagen. Dann kommt eher Ferrari als Renault. Ja. Ja. Aber es ist halt echt sehr eng. Also das ist auch auf Tagesform dann einfach, glaube ich. Auch McLaren, Ferrari, Renault, manchmal auch Racing Point dann mit drin. Also da kannst du dann auch schon mal hoch und runter gehen. Aber ja, Racing Point sehe ich dann da auch eher davor. Ja, ich sehe die davor. Schon ein Stück vorne einfach. Genau, ja. Also dritte Kraft für mich. Ja, so. Ja. Wenn Red Bull einen schlechten Tag hat, auch zweite Kraft. Genau, das kann man, glaube ich, so sagen. Wenn Mercedes einen schlechten Tag hat, trotzdem zweite Kraft. Die sind, ist egal. Ja. Jo. Jo, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Sum-Up. Über Ferrari reden wir jetzt wirklich nicht mehr. Die haben es nicht verdient. Ganz einfach. Die sollen mehr Punkte holen, jetzt erstmal Gas geben, genau, und mal ihr Auto hinbekommen. Ansonsten würde ich sagen, verdient habt ihr vielleicht noch ein weiteres Abo. Nachdem ihr ja am Anfang, wenn noch nichts passiert, diesen Kanal jetzt abonniert habt. Sonst jetzt noch schnell nachholen. Aber jetzt will ich euch eigentlich hier noch dieses wunderbare Heftchen ans Herz legen. Ja, sind nämlich hier Männer drauf vorne, keine Frauen. Motorsportmagazin.com in der Printausgabe. Wer es noch nicht kennt, kann es abonnieren, muss nicht zum Kiosk laufen. Wenn ihr unten unter dem Video dem Link folgt, geht es einfach zur Abo-Seite und es kommt ganz bequem nach Hause. Und das auch noch günstiger, stell dir vor. Ja, bald müssen wir schon wieder anfangen, ein neues zu produzieren. Aber noch habt ihr ein schönes, weil noch habt ihr Kimi. Aber naja, das ist zum Glück noch nicht überholt. Noch nicht. Noch nicht, ja. Wer weiß, wie es um Kimi und die Formel 1 steht, wenn das nächste kommt. So. Ja, immerhin wird Kimi nicht mehr überholt aktuell. Das ist nicht mehr so wirklich möglich, wenn man eh schon da hinten losfährt. Ja. Aber bitter. Anderes Thema. Gut, ja, dann macht's gut.